Es gibt auf der einen Seite viele historische Beispiele, wo Drogen- und Suchtverhalten nicht nur den Erfolg, sondern sogar das Leben gekostet hat. Auf der anderen Seite gibt es aber im Alltag bei vielen Menschen Drogen- und kleine Suchtverhaltensweisen, die sie von ihrem Erfolg fernhalten. Und ich werde dir heute zeigen, wieso dich diese Dinge deinen Erfolg kosten können. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern ich bin von Herzen auch noch Coach und Trainer. Und das mache ich auch draußen in der Natur, Survival-Trainer und jeden Tag bei Unternehmern. Und dadurch habe ich sowohl in der wirtschaftlichen Welt, aber auch in der persönlichen Welt der Menschen einen tiefen Einblick. Und nur zu oft habe ich Menschen gesehen mit großen Potenzialen, mit großen Talenten. Und trotzdem haben sie keine echten Erfolge vorzuweisen. Und das liegt daran, dass sie das Thema Drogen- und Suchtverhalten unterschätzen. Schauen wir uns nun zunächst den Ort dafür an, wo Erfolg gemacht wird. Und da gibt es einen kleinen Knoten, der ist ungefähr so groß wie eine Marzipankartoffel und der ist ungefähr einen Zeigefinger entfernt von der Stirn im Gehirn zu finden. Er heißt Nucleus Accumbens. Welche Funktion hat nun der Nucleus Accumbens auf deinem Weg zum Erfolg? Nun, in der Regel belohnt der Nucleus Accumbens, wenn du dich auf dem Weg machst von deiner Ausgangssituation Kurs Richtung Ziel. In der Regel ist es so, wenn du dich auf dem Weg machst Richtung eines Ziels, dass du zunächst Fehler machst, etwas falsch machst und dass du gezwungen bist, aus den Fehlern zu lernen. Und wenn du aus deinen Fehlern gelernt hast, also eine sogenannte Lektion gelernt hast, die so lange wiederkommt, bis du genau weißt, wie der nächste Schritt zu gehen ist, dann reagiert der Nucleus Accumbens und der schüttet körpereigene Opioide aus. Und das nennt der Otto-Normalverbraucher Glücksgefühl. Wenn du beispielsweise umziehst in eine neue Wohnung und du hast einen anderen Anfahrtsweg von der Arbeit nach Hause, dann wirst du am Anfang die Strecke nehmen mit 12 Kilometern. Nach 2 Wochen stellst du aber fest, hey, da ist ja noch eine andere Straße, vielleicht komme ich da auch nach Hause. Und dann guckst du auf dem Tacho und du bist nach 10 Kilometern nach Hause, dann hast du ein Glücksgefühl, weil du etwas Neues gelernt hast, was besser war als bisher. Und immer dann reagiert der Nucleus Accumbens und gibt dir Glücksgefühle. Das bedeutet, dass unser Gehirn so geschaffen worden ist, dass es uns dazu ermutigt und durch Glücksgefühle dazu anleitet, erfolgreich zu werden, sprich zu lernen, Dinge zu erreichen, damit wir überleben. Es gibt nur einen einzigen Nachteil an diesem Nucleus Accumbens, nämlich dass du ihn zweckentfremden kannst. Du kannst dir diese Glücksgefühle auch künstlich auslösen, indem du einfach eine Spritze nimmst, Heroin reinpackst und das intravenös in deine Blutbahn einführst. Dann wirst du die gleichen Glücksgefühle haben oder sogar verstärker, als du normalerweise im Leben hast, wenn du lernst, wenn du erfolgreich bist. Vielleicht nutzt du nicht Heroin und sagst, nein, das ist etwas Schlechtes. Vielleicht trinkst du nur Kaffee oder viel Zucker. Oder du hast Spielsucht oder Pornosucht oder Alkoholsucht. Oder du frisst einfach ohne Ende, um dir gute Gefühle zu schaffen. Dann bist du auf der gleichen Ebene leider angesiedelt wie ein Heroin-Junkie. Denn deine Glücksgefühle kommen nicht aus den Lernerfolgen, sondern sie kommen aus Abhängigkeiten, aus Abkürzung zum Glück. Wenn du also große Ziele erreichen willst, wenn du also wirklich sicherstellen willst, dass du den Weg gehst, dass du besser wirst, dass du lernst, dass du Kurs Richtung Ziel einschlägst, um erfolgreich zu sein, dann ist es eine ganz einfache Methode, was du als erstes zu tun hast, dich nämlich komplett zu befreien von Ersatzbefriedigung, von Abkürzung zum Glücksgefühl. Und das beginnt meistens schon bei deinem Zeitmanagement. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Woche komplett planst, um ja nicht irgendwelche Zeiträume freizuschaufeln, dass du dann doch wieder vom Fernseher sitzt, dass du doch wieder im Fußballstadion sitzt, dass du doch wieder anfängst zu futtern oder Spiele zu spielen. All das raubt dir nicht nur die Lernerfolge, unterm Strich raubt es dir deine Lebenszeit. Wenn du also erfolgreich werden willst, auch als Unternehmer, als Selbstständiger, dann ist jede Minute, jede Sekunde deines Lebens erforderlich. Aber es ist auch dein Gefühl erforderlich, dein Glücksgefühl, dass du es nur dann bekommst, wenn du echte Fortschritte im echten Leben gemacht hast und nicht im Computerspiel beim nächsten Level gelandet bist. Wenn du hierbei Unterstützung willst, kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur viele gute Berater, sondern auch Coaches bei uns im Team, die dir bundesweit helfen, telefonisch, Videokonferenz oder in unserem Büro dabei, genau diese Schritte zu gehen und sich davon zu befreien. Gerne aber kannst du jetzt auch Daumen hoch machen bei den Videos, liken, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir echten Erfolg zu deinen echten Zielen und nicht in künstlichen Welten mit künstlichen Stoffen unnötig die Abkürzung zu suchen und dein Leben und deine Gesundheit zu verschwenden.